und wir spielen heute Dress to Impress, aber wir machen nur Outfits von Sabrina Carpenter. Wir werden drei verschiedene Outfits machen in aufsteigender Schwierigkeit. Und zwar wird das erste das hier werden. Für das erste Thema haben wir auch extra das Thema gekauft. Dann ist sie relativ braun, also gebe ich ihr einen schönen braunen Hautton. Und dann geht's ab ins Outfitland. Ich finde das hier unglaublich süß. Ohrringe sind, glaube ich, ein guter Start. Oh mein Gott, meine Ohren sehen so weird aus. Vielleicht ist das Kleid sogar noch besser, aber jetzt haben wir schon eins. Ich finde eigentlich meins gar nicht so schlecht. Machen wir uns aber mal eine Frisur. Die Haare kommen am nächsten ran, wenn ich die ein bisschen dunkler färbe, weil sie hat ja sehr goldblonde Haare. Dann machen wir uns noch einen Pony, weil der most iconic part, das passt am besten. Okay, sehr gut. Ich glaube, die Haare sind richtig gut. Ich glaube, die passen auch. Und zwar ist mein Pony falsch. Mein Pony muss in der gleichen Farbrichtung sein. Aber irgendwie geht es nicht. Irgendwie will er das Pony nicht. Egal. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das sieht okay aus. Ich glaube, das ist einfach nur vom Licht. Wir haben jetzt extrem viel Zeit leider gewastet mit den Haaren. Aber die Haare sind ja irgendwo auch Teil des Outfits. Ich brauche ein Haarband. Ich brauche so, so, so dringend ein Haarband. Wieso gibt es denn hier kein Haarband? Sag mal. Bitte, ich brauche doch nur ein Haarband. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig für mich, Leute. Eine Minute noch. Ist das ein Haarband? Ich meine, das ist irgendwo ein Haarband. Am Ende des Tages, wir brauchen ein Haarband. Das sieht am haarbandigsten aus von den Sachen, die ich bis jetzt gefunden habe. Ich wünschte halt, ich hätte ein richtiges Haarband. Das wäre so wichtig. Was ist denn mit der Sonnenbrille? Ist die okay? Nee, die passt nicht gut. Oh mein Gott, der Zeitdruck. Der Zeitdruck wird zu viel für mich. Ich brauche doch ein Haarband. Die Kette ist sehr gut. Ich glaube, die passt sehr zu dem, was wir hier haben. Sie hat so ein großes pinkes Kettending mit einem Herz. Ich finde kein Herz, aber besser als nichts. Es ist halt kein Haarband, ne, Leute? Also da sind wir uns schon einig. Die hat sehr gute Haare. Von der Frisur her, ich weiß nicht, wo sie das Pony gefunden hat, aber das Pony ist stark gewesen. Muss ich neidlos anerkennen, ich werde noch eine Schleife hinten reinmachen. Schleife in der gleichen hellgrünen Farbe, um irgendwie mit dem Haarband einherzugehen. Vielleicht passt das ja. Vielleicht ist das aus irgendeinem Grund zwei falsch machen, einen richtig. Wisst ihr, was ich meine? Dann möchte ich die Schuhe. Oh, ey, mit den Schuhen, ohne Mist, dass ich da noch was hingekriegt habe. So knapp. Oh mein Gott, das ist süß. Das ist so gut. Sie hat die kleine Herz-Cutouts. Sie hat ein Mikrofon. Wo war denn das Mikrofon? Sag mal, die Haare sind gut. Nein, ich habe vergessen zu voten. Wollte nicht, es tut mir leid, dein Outfit war so gut. Damn, das ist auch gut. Man kann das große Pony scheinbar nehmen und die Farben rausmachen. Das wusste ich nicht. Ich fand es ein bisschen schlechter als das Outfit davor, aber ich gebe 4 Sterne. Das ist mein Outfit. Ich habe halt das Gefühl, die anderen sind besser, weil die anderen die Stage-Outfits genommen haben, okay? Ich habe aber ein Bild, an dem ich versucht habe, mich orientieren zu können. Meine Haare sind aber leider zu hell geworden. Ich habe kein Haarband gefunden. Und wir alle wissen, das war tragisch. So, das sind die anderen Outfits. Und die Gewinner sind... Nun, ich bin keiner der Gewinner. Ich würde aber sagen, diesmal war ich nicht so weit unten. Hier, 6 von 10. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Keine Sorge, denn ich habe mir schon ein Outfit rausgesucht. Und zwar ist das nächste Outfit dieses hier. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall gut rekreieren können. So, was wir jetzt aber bedenken müssen, ist, dass wir ein bisschen low-key sind, okay? Weil wir haben das Thema Lehrer. Aber wir gehen natürlich trotzdem für die Outfits, weil das ja auch Plan des Videos ist. Mal gucken, ob wir mit dem Sabrina Carpenter Outfit den Lehrertitel gewinnen können. Schwierig, sie hat nicht die besten Lehrer-Outfits. Aber ich glaube, wir können hier einfach mal unser Glück versuchen. Es geht ja auch irgendwo darum, hübsche Sachen zu machen. Ich glaube, ich war jetzt etwas zu braun. Ich würde mich gerne eine Stufe heller machen. Fangen wir direkt mal mit Accessoires an. Warum nicht? Spricht ja nichts dagegen. Hier einmal eine Halskette. Hier einmal ein paar Ohrringe. Oh, mit den Herzchen. Sehr süß. Ich glaube, auf dem Foto sind aber mehr so Kreolen. Es gibt nur die großen Kreolen, es gibt keine kleinen. Aber besser als nichts, würde ich einfach mal sagen. Die anderen passen leider nicht. Was ist mit denen hier? Ich glaube, die sind fast besser. Dann mache ich nämlich die großen weg. Ich glaube, die hier sind ein bisschen mehr fitting, einfach weil sie kleiner sind. Allererste Heldentat. Wir brauchen irgendein Kleid, was so aussieht wie ihres. Es ist zum Glück eine relativ simple Form. Und ich überlege mir halt fast, ob ich mit sowas wegkomme. Wahrscheinlich nicht. Ich brauche ja schon... Boah, es darf halt keine Ärmel haben. Das ist halt schwierig. Das hat keine Ärmel. Das hat keine Ärmel. Aber das sieht nicht ganz aus wie das Kleid. Kann man da Einzelteile von anziehen? Nicht so richtig. Naja.
Es ist in so einem dunklen Jeansstoff. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut von dem Muster her. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie diese weiße Border hinkriege. Vermutlich eher nicht. Ich mache mir mal ein neutraleres Make-up und dann würde ich behaupten, sind die Schuhe sehr akkurat. Ich mache die dann einfach mal in dem Weiß, einfach um das richtige Farbscheme zu treffen. Das klaut hätte ich gern, dass das im Hintergrund ist. Aber es gibt keinen Weg für mich, das zu kriegen. Kriege ich irgendwie einen Rand um mein Kleid? Gibt es irgendein Item, was ich drüber ziehen kann? Vielleicht? Oh mein Gott, den Gürtel sieht man nicht. Nein, was ist, wenn man den so drüber zieht? Nee, sieht man gar nicht. Keine Chance. Keine Chance. Nun, es ist schade, aber wo man nichts machen kann, kann man nichts machen. Warum? Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das Outfit ganz gut getroffen haben. Ich lasse mir jetzt noch die Nägel machen. Die sind auf jeden Fall auch weiß, um hier zu passen, wie im Thumbnail. Mein Problem ist halt, dass ich nicht aussehe wie ein Lehrer aktuell. Also kann man halt nichts machen. Die anderen sehen halt auch auf jeden Fall aus wie Lehrer. Ich bin halt auch kein Lehrer, okay? Ich bin undercover, Sabrina Carpenter. Ganz ehrlich, Kompromiss, weiße Krawatte statt diesem weißen Band, was sie um sich hat. Und dann gibt es dem Ganzen noch irgendwo die Illusion von, ich habe versucht, Lehrer zu machen. Alles klar, gucken wir uns mal die anderen Outfits an, die hier erstellt wurden. Hier ist mein Outfit. Ich habe eigentlich mein Referenzfoto recht gut getroffen. Ich bin da sehr zufrieden mit. Mit dem Lehrerthema weiß ich nicht, wie ich ihn kriege. Aber das ist auch... Ich die! Aber das Outfit ist sehr süß. Oh mein Gott, ich habe gewonnen! Aber wie habe ich denn damit gewonnen? Ey, ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, der unverdienteste Sieg aller Zeiten. Wenn ihr gewinnen wollt in Dress to Impress Sabrina Carpenter Outfits, ich sag's euch. Hier ist unser drittes Outfit, was wir nachmachen wollen. Und zwar ist es zum neuen Musikvideo. Ich finde es sehr cute. Ich würde aber sagen, das ist auf jeden Fall mit Abstand das Schwierigste. Die brauchen erstmal ein weißes Basisshirt. Es sollte bauchfrei sein. Das sieht nicht so bauchfrei aus für mich, aber... Naja, ist okay. Das ist meine Notfalljacke, okay? Die ist so ein bisschen meine Backup-Lösung. Ich mache jetzt aber erstmal ein paar Socken. Also es hat so ein bisschen diese schwarzen Bänder oben. Und die schwarzen Bänder sind ja das, was aussieht, als wären sie dann unsichtbar. Und dann suche ich mir auf jeden Fall mal ein paar Schuhe. Und ich finde diesen bis jetzt recht akkurat. Weißes Oberteil, kurze schwarze Hose. Ohne Mist, schlimmster Fall, ich lasse die Hose an, die wir gerade haben. Es wäre nicht ideal, aber es wäre auch kein Trümmerbruch. Die Jacke ist, denke ich, womit das ganze Outfit steht oder fällt. Die Flauschejacke von drüben ist okay. Ach so, das Thema. Ich habe gar nicht aufs Thema geguckt. Indie. Indie ist eh so ein vages Thema. Da kann man, glaube ich, machen, was man möchte. Die Jacke ist halt zu kurz. Lange Jacke wäre halt schon deutlich besser. Vielleicht ist das Oberteil aber besser. Einfach, weil es ein bisschen mehr Form hat und vielleicht... meiner Hoffnung ein bisschen kürzer ist am Bauch. Okay, wir müssen diese eine Jacke nehmen vom Anfang. Ist halt einfach nichts, was näher dran ist. Oh, so sieht die flauschiger aus. Perfekt, das nehme ich. Ich meine, dadurch ist es schon mal gar nicht so schlecht. Und dann gucke ich mal, dass ich eine Hose nehme, die halt nicht die Default-Unterhose ist. Ja, wir machen jetzt erstmal das Halsband und das Halsband muss rosa sein. Das ist so ein guter Fit. Ohne Mist, mit dem Halsband bin ich mega zufrieden. Okay. Haare. Haare, Haare, Haare. Da brauche ich eine Hochsteckfrisur. Okay. Das ist cute, das ist süß. Nägel. Ich weiß nicht, was die Nägel im Video sind. Ich lasse die einfach mal weiß. Ich finde, weiß passt gut. Oh, nee, nee, ich mache die schwarz. Dann passen sie besser zum restlichen Outfit. Dann brauche ich ein bisschen dunkleres Make-up. Ich hätte halt gerne dunkle Augen, helle Lippen. Oh, vielleicht das? Ich glaube, das ist das Beste, was ich gerade finde. Das ist eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Ich bin das erste Outfit auf dem Runway. Ich mache mal ein paar Posen, um das Ganze irgendwie noch in meinen Favor zu bringen. Keine Ahnung. Mal schauen, was die anderen so gezaubert haben. Aber Indie ist so ein vages Thema. Also Indie kannst du halt wirklich gefühlt alles machen. Ich glaube, ohne Mist, jeder Zweite wird mit diesem Hut hier rauslaufen. Aber ich finde, hier sieht man sehr. Die Outfits sind sehr unterschiedlich. Und die Gewinner sind... Scheinbar musste man, um zu gewinnen, diese rot-weiß karierte Hose anziehen. Ich bin Sechste geworden. Ich denke, das ist fair. Meins hat das Thema nicht so gut gefittet. Meins sah halt eher aus wie so eine Mob-Wife, Mafia, was auch immer, Frau. Ich finde es trotzdem grundsätzlich für das Thema, was ich für mich hatte, ganz gut getroffen. Ich finde, ich habe das
Bild ganz gut nachgemacht. Alles klar, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Celebrity ihr möchtet, die wir als nächstes machen, wo wir die Outfits rekreieren. Und dann könnt ihr hier unten klicken fürs nächste Dress to Impress Video. Macht's gut, tschüss!